Hallöchen Leute, der letzte Schlüsselstein befindet sich in unserem Besitz. Somit können wir jetzt zu den Ruinen und ihn in die letzte verbleibende Plattform einsetzen. Natürlich müssen wir dazu zuerst zu den Ruinen, aber das ist ja mit unserem super Raumschiff kein Problem. Das ist so, wie wenn ich mit dem Flugzeug von hier in den Nachbarort fliegen würde. Irgendwie. Oh, diese blaue Wüste. Finde ich immer wieder cool. Ja, jetzt ist nur die Frage, wie wir am schnellsten zu den Ruinen kommen. Und wie wir am schnellsten durch die Ruinen durchkommen. Was ich auf jeden Fall machen sollte, naja, hier gibt es eigentlich eh viele Aurora. Na, Corona. Spectrobes. Qual. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie irgendwas miteinander zu tun haben. Denn ich verwechsel sie ständig. Das kann natürlich auch an mir liegen, aber na. Dum, dum, dum. Le, de, 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 de. Da geht's runter. Du, du, wo. Ich hoffe, das war jetzt richtig, weil sonst bin ich irgendwie angefault. Naja, das gibt's anscheinend in Deutsch nicht. Was ich sagen wollte. Oh. Du darfst mich nicht schlagen, ich bin allmächtig. Tod. Spüre die Macht. Und mit Macht meine ich Macht. Ja. Tod. Aus nächster Entfernung. Weil es einfach sein muss. Ich habe zwar einen Nahkämpfer, aber warum nicht den Fernkämpfer für Nahkämpfer verwenden? Ist doch alles super und so. Wo ging's nochmal weiter? Ich glaube, hier müsste man irgendwie rauf. Genau, irgendwo da gab es diesen Aufgang. Nein, da war er nicht. Ah, da war er. Ach, schade, dass es hier nichts gibt. Also ich frage mich ja immer noch, ob das Ding wirklich abheben kann. Ich meine, seht euch das an, voller Sand und so. Und aus Stein. Wer baut schon ein Raumschiff aus Stein? Vor allem, dass so eine Außenhülle hat, überhaupt nicht aerodynamisch. Wie soll das ein Raumschiff sein? Allerdings spricht das Hightech-Siegel des Orikalkes eine andere Sprache. Dum, 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 dum. Und diese extrem große, keine Ahnung was es ist, Bau in der Mitte, hier dieses Dings, oder sind das einfach nur die Durchgänge? Zwei Durchgänge, wobei der erste irgendwie in eine Sackgasse führt oder in eine Umgehungsplattformstraße, Zuschauerplattform. So könnte man das nennen. Du, du, dum, 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 dum. Ah, schade. Ja, hier gibt es anscheinend nicht so viel. Aber das passiert ja mal. Ich meine, warum sollte in Ruinen was vergraben sein? Ah, und diese komischen... Warte, ich zeig's dir. Diese Energiebälle der dunklen Macht des Todes sind sicher irgendwelche Motor-Energiequellen-Zeugs. So ein Plasma-Energie-Erzeugungsdingens. Oh, der steht da am Rand. Fühl... in die Ecke mit dir! Du hast dich böse angestellt. Er muss in der Ecke stehen. Komm schon. Wo ist jetzt der Bereich mit den drei Plattformen? Ah! Das ist auch die Umgehungsstraße, die ich meinte. Ihr seht sie hier oben. Bringt eigentlich überhaupt nichts, weil es dann nirgends hingeht, aber naja. Blacklinks Theorie war ja, dass ich hier das Jetpack nicht einsetzen kann, weil die Plattformen etwas ausstrahlen. Oh, eine Zwischensequenz. Du weißt, wo du die Steine hinlegen musst, oder? Natürlich, hältst du mich für bescheuert? Der blaue Stein gehört in die blaue Plattform. Das ist ein Kinderpuzzle. Oh, okay.
Stimmt das nicht? Wow. Na komm schon. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Wow. Und er ist einfach mal so mit dem Kopf durch die Wand. Obwohl, hat er überhaupt einen Kopf? Ihr Timing ist wirklich miserabel. Hat der eigentlich... Der hat gelbe Teile, blaue Teile und grüne Teile. Also ist der nicht attributsbeschränkt oder wie? Oder hat er einfach, weil er überwiegend grün ist, Aurora? Ihr Timing ist wirklich miserabel. Ihr solltet euch mal angewöhnen, pünktlich zu kommen. Und zwar nachdem ich den Stein da reingesetzt habe. Obwohl, dann wäre das Raumschiff vielleicht schon weggeflogen, wenn es wirklich eins ist. Obwohl, warum sollte es einfach so wegfliegen, wenn ich es ihm gar nicht sage? Stimmt eigentlich. Ich glaube nicht, dass er von sich aus verschwinden wird. Ich muss ihn vertreiben. Ja, lock ihn irgendwie weg und so oder bitte ihn höflich. Auf geht's, Ikosee! Oder so. Wow, ein Flash. Clench. Sind die zwei Gegner hier. Wow. Bisschen ein langer Arm und so. Oh. Vor allem seine komischen Dinge haben Aura und er selber ist aber Flash. Oh, der hält sich ja selber. Dann muss ich ihn schnell töten. Irgendwie ist das zu leicht. Ich habe in dem Forum gelesen, nettes Spiel, aber viel zu leichte Bosse. Und dann war ich immer so, hä, wieso? Die waren doch gar nicht leicht, wie ich das gespielt habe. Ernsthaft, als ich die gespielt habe, bin ich ewig an solchen Bossen gesessen und so und hatte voll Angst vor denen. Jetzt so, drei Schläge und tot. Vielleicht habe ich mich noch immer overlevelt, aber ich denke, da ich jetzt eigentlich schon ziemlich viel gemacht habe von der Story, ohne irgendwas zu leveln, müsste ich eigentlich in ziemlich guter Verfassung sein, um nicht overlevelt zu sein. Sind die Bosse eigentlich wirklich so leicht? Ich meine, ja, er macht mir ein bisschen Schaden, aber ich habe noch immer meine vollen KP gehabt. Was denkt ihr, sind die Bosse zu leicht? Ich meine, ich hatte sie schwerer in Erinnerung, aber das ist ja ein Witz. Ich hatte schon voll Angst vor dem Bosskampf, weil ich wusste, dass der kommt. Aber anscheinend war das so ziemlich ungefährlich. Ja. 1700 Gura. Ja, du verschwinde in der Luft und so. Und wer richtet mir jetzt die Mauer wieder her? Ich verlange Ersatzkosten. Diese Ruinen stehen unter Denkmalschutz. Wir verklagen die Qual. Es wurde ja auch schon mal Gott verklagt, also wieso sollte man nicht die Qual verklagen? Aber wo haben die einen festen Wohnsitz? Mir geht's gut, wirklich. Alles in Ordnung. War ein Klacks. Aber der letzte Qualenführer hat die Ruinen zerstört. Oh. Ich weiß nicht, ob wir das wieder hinkriegen. Selbst wenn wir die Steine richtig einsetzen. Die Steine, meinst du jetzt die Stein, den Stein, Schlüsselstein oder meinst du den Stein vom Bauen? Irgendwie so ein Puzzle zusammensetzen? Warte, tu vorerst nichts. Wenn du diese Stink startest, könnte das fatale Folgen haben, wenn Komponenten beschädigt sind. Ja, irgendwie Explosion und dann geht ganz Nässe in die Luft. Um einen Planeten zu zerstören, braucht man eben keine Planetenfresser. Man braucht nur dumme Menschen. Warte, bis ich dort bin und mir einen Überblick verschafft habe. Gina verlässt das Raumschiff. Das gab es ja schon ewig nicht mehr. Ich glaube, seit der Besprechung auf Colin gab es das nicht mehr. Dass Gina das Raumschiff verlassen hat. Oh mein Gott. Sie ist wie Wade aus Kim Possible. Nur Wade würde vermutlich einen Computer vorschicken. Roboter, der greifen kann. Ich glaube, ich kann das reparieren. Die Flugsteuerung ist schwer beschädigt. Aber das Kernsystem scheint intakt zu sein. Wo war deine Flugsteuerung? War die hinter der Mauer, die wir nicht gesehen haben und der Qual ist da zufällig mal durchgelatscht? Ach, eine Flugsteuerung, mach ich mal kaputt. Ich glaube, wir können die Steuerung unseres Kreuzers auf den Kern des Raumschiffes umleiten.
Ah, okay. So ähnlich wie. Na, ja, okay, das kennt ihr vermutlich nicht. Was, können wir wirklich so einfach zwei völlig verschiedene Raumschiffe aneinander koppeln? Normalerweise nicht, aber ich hatte Zeit, mit Aldous Rettungskapsel, mir Aldous Rettungskapsel näher anzusehen. Ah, das hilft natürlich in diesem Fall enorm. Oder? Und das Kernsystem dieses Raumschiffs hat sehr, sehr große Ähnlichkeit mit unserem. Ach, tatsächlich? Ich glaube, ich krieg das hin. Ja, sie ist ja auch Pro und so. Wow, gut gemacht, aber sie hat doch noch gar nichts gemacht. Ja, vermutlich ist es schon im Voraus. Gut gemacht wünschen. Ah, sie sagt sogar. Wie immer, Gina nimmt mir alles aus dem Mund, nachdem ich es gesagt habe. Gratuliere mir erst, wenn alles funktioniert. Ich muss zuerst ein paar wichtige Einstellungen vornehmen. Geh du zu unserem Schiff zurück. Ich melde mich, sobald ich hier fertig bin. Ja, und einsetzen? Will machen. Hier ist ein blauer Kreis.